Hallöchen und Servus YouTube, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Güllefahren auf der Bindelbach mit dem schönen Zunhammer 10.000 Liter und dem John Deere 6810. Maxi, Tim und Marcel sind nach wie vor dabei. Hallo. Und immer noch nach wie vor brav am Häckseln, damit das Silo irgendwann mal voll wird und ich bin schon wieder leer. So, und jetzt wird es halt eigentlich richtig knapp. Wir können doch die Zeit jetzt ruhig mal auf 15 mal laufen lassen, oder? Ah, gibt's doch nicht. Da habt ihr kein Problem mit. Nope. Gut. Güllegrube 3000 Liter. Ja, das ist jetzt vorbei. Gülle ist weg. Also für zwei... ist ausgegüllt. Ja, jetzt hat es ausgegüllt. Also 3000 reichen. 5000 wären besser. Ich spule jetzt einfach nochmal 24 Tage. Nee. Bitte nicht, da müssen vier wieder versorgt werden. Das muss halt verhungern, ist doch scheißegal. So, jetzt ist Gülle drin. 2500. Okay, 4600 dürften reichen. Okay, ich hab's nicht hinbekommen, weil ich kann's einfach nicht. Und schon hier umdrehen. Jetzt müsste es gehen. Oh, leck. Aber auf engstem Raum, Freunde, auf engstem Raum. Ich freue mich schon so auf den Deutz. Obwohl ich muss sagen, der John Deere ist einer der Traktoren, die sich am allerbesten fahren lassen, der 6810. Das stimmt. Der hat so. Hallo! Ein so geiles Handling, das gibt's gar nicht. Ich muss nur wieder reinzählen. Haben wir ein Unfall? Bestimmt. Marcel, ich denke mal, dass wir alles mit drauf bekommen. Leicht. Ja. Machen wir danach noch ein Maisfeld oder? Weiß nicht, wo waren denn? Ah, da drüben. Wir müssten eigentlich noch eins haben. 83, ja. Aber das gehört uns nicht. Das ist mir doch wurscht! Okay. Alles klar. Müsste man im Real Life auch so machen. Einfach ein Mais dreschen, der hat nicht gehört. Es wär mal echt krass, ja. Ah, mir fehlen noch ein paar Tonnen Gras. Komm, wir mähen einfach die Wiese vom Nachbarn mal. Ja. Na gut, beim Mähen, da dauert's halt ein bisschen, ne? Aber einfach mal so kurz drüber häckseln, das wär's doch. Ah, ich weiß nicht, wie wir den haben, ich weiß. Geht auf keine Kuhhaut. So, also das Feld ist jetzt fertig. Ich habe noch 15% drin und das dürfte perfekt passen, wenn ich mich nicht ganz täusche. Und ich täusche mich da selten. Das geht sich... Ah, das wird zu knapp. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 284 Liter sind noch drin. Bin ich gut oder bin ich gut? Keine Antwort ist auch eine Antwort, würde ich sagen, oder? So, jetzt fahren wir den Johnny mal hier zur Seite. Ach, weißt du was, den fahren wir in die Halle rein. Achtung, Tim, da kommt was grünes, gelbes. Hm? Oh nein, es war so nicht geplant. So, aufgeräumt, perfekt, so muss das sein. Gut, und jetzt, Freunde, können wir loslegen. Der Deutz hat Hunger, er will Leistung fressen und das tut er auch. Ab geht's mit dem Villa Chiesel. Will dann mal wer andere Häcksler fahren? Tim? Nicht? Naja, okay. Egal. Ich hätte schon gemacht, aber ich bin gerade so gern mit dem Villa. Ja, am Werkeln. Ja, warte, fahr nicht mal zurück, ich fahr jetzt einfach mal da in der Mitte durch mit GPS.
Das Coole ist, ich würde gerade sagen, das kann nicht sein, dass der wieder nur 10 km/h geht. Nee, der geht schneller. Kann ich noch irgendwas am Hof machen? Die anderen brauchen noch ein bisschen, bis der Wagen voll ist. Hallo? Ich bin dein Vater. Oh nein! Der sitzt unten und kann das gerade aus. Silo verdichten. Ah ja, genau, genau. Ich glaube, ich habe jetzt endlich meine Linie gefunden. Oh, der zieht damit. Alter, wie schnell kann denn der drüber fahren, ey? Ist ja Leistung pur, was der hat. Okay, also 18 km/h ist echt zu schnell. So, also ich nehme mal 15, ist auch schon zu schnell. 10 km/h ist mir zu langsam. Der nimmt echt fast 6 Meter, der Wieler, das ist ja richtig krass. So, 13 km/h fahre ich jetzt. Ah, der Wendekreis reicht nicht ganz. Egal. Ja, doch, das sind doch eigentlich. Ja, 5,50 Meter müssten passen. So, ja, perfekt. Ich habe jetzt 19. 13 km/h. Läuft. Da ist schon wieder Schicht im Schacht. Mann, ist das ein kurzes Feld. Ach, Freunde, gibt doch nichts über einen schönen Deutz, oder? Warum hat da keiner was dagegen? Sag doch mal was. Genau, das hat mir schon gereicht. Wir wollen keinen Traktorkrieg, keinen Markenkrieg aussetzen. So ist es richtig. Ich finde so ein Deutz CTV, so ein 7000er, optisch ist fast nicht zu toppen. Also finde ich schon unter anderem einen der geilsten Traktoren. Bitte sagen, was er wollt. Von der Optik. Miau. Der müsste nur noch anständige Arbeitsscheinwerfer haben, der MLS-15. Da brauchen wir wieder unseren Quetschmaster Chris, der die schönen Lichter so schön quetschen kann. Dass sie auf einmal oval werden und nicht rund. Ja, das hat Chris echt drauf. Das muss man ihm lassen. Standbild? Ich nicht. Boah, ich hab immer noch. Boah. Also wir können Standbild. Ja gern tauschen, wenn ich das Feld fertig habe, obwohl das Weißfeld würde ich schon gern machen. Giants Engine funktioniert. Echt jetzt? Ja. Ja, dann muss ich eh kurz einspringen, oder? Jo. Jetzt gleich, oder? Ja, wenn er aus dem 6170 eher draußen ist. Pixelflo fragt, ob er rein darf. Nein, wir nehmen auf, Junge. Ich wollte es gerade sagen, was ist das für eine Frage, wenn man im Aufnahme-Mod-Vorstellung-Channel ist? Boah, ich weiß es auch nicht. Mare tappst du in 670, ne? Wenn ich vorne bin. Soll ich eben synchronisieren? Oh, bei mir geht okay. Das schnell, oder? Wir können starten. Warte mal. Tempomat ist sogar eingestellt.
hin. Respekt. Soll ich eben synchronisieren? Bei mir dauert das nicht so lange. Oder soll ich warten? Wie viele Minuten haben wir noch? 5 Minuten, also ich würde schon sagen, dass du reintappen kannst. Okay, warte. Verbinden. Das ist ja richtig geil. Links ein Maisfeld, rechts ein Maisfeld. Was willst du mehr? Ach so, ihr habt nochmal ein Mais. Ach, das ist das Große, was uns gehört, oder? Ach so, es gehört uns nicht. Oh. Ich hab nichts gesagt. Ich vergaß. Nee, nicht schlecht. Nicht schlecht, Freunde. Ich glaube, nach der Folge werden wir ganz kurz pausieren und werden warten, bis Benny da ist. Und dessen werde ich mal ein bisschen was spachteln. Wie oft springt mir das blöde Mikro jetzt noch runter? Das hält ja nicht so hundertprozentig. Hallo Tim. Hallo, da bin ich wieder. Du darfst wieder rein tappen. Ja, okay. Lass Vorgewinne machen. Na, ich mach die zwei Felder noch fertig in der nächsten Folge noch und denke mal, die werde ich mindestens noch brauchen, um das Feld hier fertig zu kriegen. Aber mit 5,50 Metern ist was ausgerichtet, also auch beim Grubber. Mann, jetzt leckt's bei mir. Da geht gut was mit. So, war ein Blinker. Dann sehen wir mal, wie sauber ich hier Gülle gefahren habe. Lenk doch. So ein bisschen Innenansicht, Freunde. Also leistungsmäßig kann ich hier da... Sie macht sich die LS auch nichts nachstehen. Es lässt sich super spielen. Es gibt manchmal, wenn man vom Hof, wenn man zum Hof hinschaut oder auf dem Hof ist, sind es halt dann nur noch ein paar FPS weniger. Minimal 40 im Aufnehmen. Tim, fahr doch einfach hinter mir. Ja, hier habe ich mehr Platz. Das ist so sperrig. Räume einziehen. 94, 95, 96, 97. Voll. Das ist ja traumhaft. So kann man in einem Wendezug wenden. Das geht ja viel schneller als vorher. Mann. Das war eine saumäßige gute Idee. Ich hoffe, ich bekomme das Feld noch fertig, aber ich zweifle irgendwie leicht dran. Was macht der Typ denn? Nein, was macht der? Jetzt stupst mir einfach Luca mit Moin A. Ja gut. Und du warnst ihn einfach mit... Moin! Na. Kennt ich fahr jetzt einfach in die Bahn rein und dann kann ich am Schrank. Okay. Ist ja nicht viel nett für ihn. Ich schaff's doch noch. Ich hab nur noch. Ich hab nur noch 20. Nee. 25 Meter bis Feldende. Verdichte mal eben schnell noch ein bisschen. Jetzt werde ich angestupst. Super. Vom Pixelflur, weil wieder rein darf. Ich werde es aber mal mit wir nehmen auf. Was verstehst du daran nicht? Ich stehe sogar wieder da, wir stört. Vorbei. Ja! Einfach mal Marcellos links das komische Kack-Ektum machen. Ja. Leg. Ich hab's gleich, ich schaff es noch. Ich glaube es nicht, ich schaff es noch. Ich werde die Zeit ein bisschen runterdrehen auf 5 WM, 18 Uhr, da geht's. Alter, die Berge. Ich liebe die Bindelbach einfach so. Oh mein Gott. Wie realistisch die Berge rüberkommen können, ist einfach der Wahnsinn. Wollt ihr mich denn verarschen? Schon wieder. Jetzt stupst mich Julius an. Junge! Ist das.
Spam-Attack. Also das ist traurig. Ja, das ist echt traurig. Da sind die alle dumm zum Lesen, oder wie? Es steht ja auch nicht im Channel-Namen, dass wenn man stört, fliegt, ne? Steht aber das habe ich Luca geschrieben. Der hat bisher noch nicht geschrieben. Aber was ist denn das für ein Scheiß? Sie besitzen dieses Feld nicht. Natürlich besitze ich es! Das ist alles meins! Hey, das gibt's doch nicht, oder? Das kann man daran nicht verstehen. Freunde, ich werde das Feld hier noch fertig machen. So viel Spaß habe ich gerade am... Jetzt reicht gleich! Alter! Ey, was hast du... Jetzt werde ich schon wieder angestupst. Junge, kannst du mal Julius für ein paar Minuten bannen? Ich habe die Schnauze ehrlich voll. Maxi, mach mal. Walte mal deines Amtes. Wollt ihr mich verarschen? Hätten wir jetzt dreimal in Folge angestupst. Ich finde das jetzt genial. Jetzt war die mal für eine Stunde oder sowas. Für 5 Minuten. 5 Minuten habe ich gerade. Für 5 Minuten. Geht das wieder los? Was hast du denn reingeschrieben? Einfach nur easy. 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 Habe ich noch nicht ausgelöscht. Okay. Gut, Freunde. Im Namen des Bannrechts, wir verabschieden uns hier von dieser Folge. In der nächsten geht's weiter. Bis denn. Tschüss. Servus. Ciao. Tschüss.